Komm, ich mach das jetzt schnell mal hier. Ja, hier, was haben wir da gesagt? Stabilisator. Und hier Schredder, Brandmunition, Wolfram. So, hier. Ablativer, ne, kinetische Puffer habe ich gesagt. So, der Kaiden kriegt irgendwie hier ablativer Überzug. Und hier kriegt der eine Lauf. Ne, eine Laufverlängerung nicht, haben wir. Was haben wir denn da gesagt? Ach, Laufverlängerung von mir aus. Und Mods kriegt der Brandmunition. So, und dann noch der Garus, der kriegt ein verbessertes, nee, einen Stabilisator und Protonladung. Und der kriegt hier noch ein Exoskelett zu Weihnachten. Aha. Was haben wir drüber gelacht? So, jetzt nochmal speichern. Weil es so viel Spaß macht. Haben wir es einfach nochmal gemacht. So, das war ja echt heftig. Da haben die sofort mit Granaten, mit Raketen um sich geschossen. Da haben wir gar kein Land gesehen. So. Nochmal speichern. Sicher ist sicher. Und jetzt nochmal. Ach ja, hier waren ja wieder Barrieren. Jetzt können wir auch schon sprinten. So, jetzt nochmal hier. Mittelschwere Dechiffrierung. Wie soll ich denn? Da kommen doch nur rote Dinger. Ich kann gar... Da kam ich gar nicht durch. Och Mann. Wie blöd. Achso, speichern kann ich hier jetzt nicht mehr. Das sollte ich dann nachmachen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Gleich hier 30 Raketen eingeflogen. Na. Na toll, jetzt ist der erste schon abgekratzt. Mach mal hier irgendwas. Boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder gestorben. Mein Glück haben wir diesmal gespeichert. Außerhalb, glaube ich, noch. Aber, gut, wir müssen jetzt nicht wieder die Kiste aufmachen. Das können wir ja auch im Anschluss machen. Ach ja, hier. Und dann, kommen wir hier schneller durch. Also, mal sehen, wie oft wir noch sterben werden. Und wir beleben mal den wieder. Ich komme hier nicht weg. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin mal an die Rakete gerannt. Oh Mann, ey. Wir hatten sie doch fast. Wir hatten sie doch fast. Und da muss diese eine Pissrakete ankommen und mir direkt ins Gesicht fliegen. So, jetzt hier Tür auf. Durch. Die Barriere noch. Oh Mann, ey. Komm mal, jetzt locken wieder.
So, und ihr positioniert euch jetzt hier mal irgendwie taktisch klug. Ja, hier, werf mal. Mann, ey. Die sind ja jetzt schon beide tot. Und nochmal wieder beleben. Diese scheiß Raketenwerfer-Dinger. Jetzt wirklich alle haben? Sehen wir gleich, wenn der Kaiden wieder aufsteht. Juhu, wir haben alle. Oh Mann, ey, Leute, hier, halt euch mal. Oh, geschafft, Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssen das jetzt gleich nochmal machen. Da wäre mir denn echt langsam die Lust vergangen. So. Ja. So, und hier. Ach, zusätzliche Sicherheitszonen wurden aktiviert. Juhu. Jetzt ist auch noch überhitzt. Ich nehme die Schrotflinte. Viel besser. Ich dachte, da kommen wir mit einem Schuss durch. So. Ach, jetzt kann ich gar nicht speichern. Bin mal gespannt. Jetzt werden wir wahrscheinlich eh gleich wieder sterben. Ach ne, wir haben ja die Barriere hier. Da schießen die natürlich nicht, die Säcke. Überhitzt, überhitzt, überhitzt. Ach, geschafft. Ja, endlich. Warum kann ich jetzt nicht speichern? Na, ja, geht doch. Oh, die letzten 4 Kerne. Entschuldigung, die letzten 4 Röhren. Ach nö. Juhu. Das plötzliche Auftreten von weißem Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das hat ihres Kampfanzugs übersetzt das Signal in einer Serie von Nullen und Einsen. Die Sequenz wird immer wiederholt und überlagert alle Frequenzen, bis die Lichter auf dem letzten VI-Cluster aufblinken und verlöschen. Spezialisierungsklasse erreicht. Hä? Ihre Spezialisierungsklasse wird ihre Basisklasse im Squad-Bildschirm ersetzen. Die Talentränge in ihrer Basisklasse werden auf ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu sehen, welche Boni Sie mit jedem Rang Ihrer Spezialisierungsklasse erhalten. Aha. Was haben wir hier? Sturmpionier. Sturmpioniere sind hochqualifizierte Tötungsmaschinen, die in allen Kampfsituationen überragen. Verbesserte Gesundheit, verbesserter Schadensschutz, verbessert die Fähigkeit Immunität oder Barriere, verbessert die Fähigkeit Adrenalinschub oder Kommando, um ihre Gegner zu eliminieren, vertrauen Kommandos eher auf tödliche Effizienz und präzise Angriffe denn auf rohe Gewalt. Verbesserte Schaden mit allen Feuerwaffen, verbessert die Fähigkeit Immunität, verbessert die Fähigkeit Schütze, verbessert die Fähigkeit Attentat. Hm.
Ich würde mal sagen, wir machen das hier. Wir rushen doch eh immer nur rein. Das ist ja cool. Wo ist denn das jetzt hier? Hier, Sturmpionier. Aha. Cool. Haben wir was Neues. Das können wir auch gleich mal ein bisschen hier verbessern. So. Wunderbar, also die VI ist jetzt tot. Welche Level sind wir denn jetzt? Stufe 24. Aha. Anscheinend ab Stufe 24 kriegt man eine Spezialisierung. Gut geschrieben. So, dann pseudo-rennen wir mal zum Ausgang. Ist die Mission denn jetzt schon abgeschlossen? Ja, VI außer Kontrolle. Gibt's gar nicht mehr. Gibt's noch einen abschließenden Bericht oder so für die für das Allianzmilitär? Werden wir sehen, wenn wir auf der Normandy sind. Lalalalalala. Lalala. So. Da wären wir auch schon. Wo sind da Marco? Marco. Und zur Normandy. Okay. Ja, wunderbar. Haben wir das auch geschafft? Schauen wir mal kurz in die Karte. Nö. Nichts weiter. Kein abschließender Bericht. Hm, komisch. Na gut, dann suchen wir mal heraus. Und ich werde jetzt wieder eine Aufnahmepause machen. Ich bleibe einfach hier stehen. Und in der nächsten Aufnahme werden wir wahrscheinlich immer noch ein paar Nebenaufträge machen. Oder wir fliegen erstmal nach Pheros. Und bevor es dann nach Würmeier geht, machen wir noch ein paar Nebenaufträge. Ein paar Nebenquests. Werden wir sehen oder werde ich sehen. Mal schauen, mal schauen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Oder wir sind wahrscheinlich dann noch in derselben Folge. Also einfach ein fröhliches Weiterschauen. Wieder mal das obligatorische Speichern natürlich am Ende der Aufnahme. Wenn jetzt mal das Menü sich öffnen würde. Ah ja, wunderbar. So. Neuer Spielstand. So. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich. Oder mit diesem eher. Und bis gleich. Tschüssi. So Leute, da wären wir auch schon wieder beim Let's Play Mass Effect. Und wir machen, denke ich mal... Ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt noch ein paar Nebenmissionen oder machen wir jetzt noch eine Hauptquest weiter? Ich weiß es gar nicht. Wir können ja mal gucken. Also wir haben ja noch die Quest von der Narsana Dantios übrig. Und die war auf jeden Fall nicht hier bei uns im heimischen Sonnensystem, sondern die war woanders. Aber jetzt weiß ich nicht mehr wo. Und warum ist denn hier Noveria noch angezeigt? Das andere ist auch weg. Hm. Ich glaube, das war hier mit Hades. Nein, nee, Hades Gamma, Artemis Tau, Voyager, Decapeta, wo war das denn? Das war irgendwo, wo wir schon mal waren. Ich meine, wir mich zu erinnern, dass wir das sogar schon mal gesehen haben. Aber hier war alles Cluster. Ich erinnere mich, wir sollten ja die gefangene Schwester oder die gekidnappte Schwester, ich glaube, hier war das nicht, die gekidnappte Schwester von, ja, nervig, dass man über neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Schön, Sie wiederzusehen, Commander. Ja. Wir haben ein Problem, bei dem wir Ihre Hilfe benötigen. Oh, ja, eine klar. Gruppe fanatischer Biotiker hat den Vorsitzenden des Parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien entführt. Der Frachter wurde beschädigt und treibt im All. Fliegen Sie dorthin und kümmern Sie sich darum. Warum sind es eigentlich immer Biotiker? Fanatisch.